Der Kampf gegen den Terror ist zurück. Ich grüße euch zu diesem Video. Mein Name ist Dave. Ja, fast pünktlich zum Jahrestag, zum 23. Jahrestag der Anschläge auf das World Trade Center, ist dieser Terminus Kampf gegen den Terror wieder zurück. Heute in allen Zeitungen zusammen mit dem Bild von Anton Hofreiter von den Grünen, der prescht voran. Man muss jetzt etwas tun nach den Anschlägen in Solingen und München und natürlich den zunehmenden Messerattacken. Die Menschen sind natürlich beunruhigt und die Antwort der Politik ist mehr Kontrolle, vor allem der digitalen Inhalte, der digitalen Dienste, denn diese Terroristen würden sich im Internet radikalisieren. Das Internet ist nach wie vor, das haben wir schon oft gehört, das Problem, weshalb es hier zu dieser Radikalisierung kommt. So liest es sich und so werden es wahrscheinlich auch die meisten Bürger sehen und verstehen. Die schlimmsten beiden schwarzen Schafe sind natürlich X, ehemals Twitter, und Telegram. Genau die gilt es nun auch unter dem DSA, Digital Service Act, ja, oder Digitale Dienste Gesetz innerhalb der EU, besser zu kontrollieren, darauf hinzuweisen, dass sie mehr löschen müssen. Ich würde gerne mal Beispiele sehen, ja, wo sich tatsächlich ein Bezug nimmt auf diese radikalen Anschläge, da jemand auf Twitter organisiert hat, respektive auf Telegram. Telegram ist natürlich das zweite schwarze Schaf, da habe ich ja jetzt nun auch letztens schon drüber gesprochen und Pavel Durov wurde ja auch festgenommen in der Zwischenzeit. Interessant ist, dass der Hofreiter sagt, ja, notfalls müsste man X sperren. Es geht ja da nicht nur um Sperren, sondern auch um erhebliche Strafzahlungen, die diese Plattformen sozusagen zahlen müssten. Sie gehen aber noch weiter. Er fordert explizit virtuelle Agenten, die in Telegram-Gruppen gehen, um dort Radikalisierung zu identifizieren und ähnliche digitalen Verbrechen, sage ich jetzt mal. Und diese virtuellen Agenten sind natürlich auch sehr interessant. Vielleicht gibt es die ja schon. Ja? Und vielleicht sind es ja auch die, die schon das eine oder andere Merkwürdige schreiben, weshalb diese Gruppen auch teilweise gelöscht wurden. Unter dem letzten oder vorletzten Video hatte mich jemand gefragt, warum ich die Kommentarfunktion in meinem Telegram-Kanal ausgeschaltet habe. Das hat den Hintergrund, weil ich zweimal, da gibt es ja so, muss man so Chatgruppen verknüpfen, und zweimal gab es halt erhebliche, also in beiden Varianten dieser Gruppen, gab es unglaubliche Kommentare von teils verrückten Leuten sozusagen. Und man muss darauf sozusagen achten und muss redaktionell das betreuen. Und es war fast schon wie ein Angriff, ja. Also Vandalismus, digitaler Vandalismus innerhalb dieser Gruppen. Und darunter leiden natürlich dann alle, weil man sie dann letztendlich besser ausschaltet, bevor man noch sich dafür rechtfertigen muss, vor Gericht. Das gibt es nämlich auch. So, das heißt also, diese virtuellen Agenten, das klingt jetzt erstmal sehr gut auf dem Papier, aber gleichzeitig könnte man das natürlich auch gegen die Oppositionsmeinung einsetzen, würden jetzt böse Zungen behaupten. Ja, also wir haben Sperrungen, DSA, also Digital Service Act, virtuelle Agenten, aber nicht nur das, es soll auch eine Stärkung des Europäischen Kriminalamtes geben und der Europäischen Staatsanwaltschaft. Also ja, vielen war vielleicht gar nicht klar, dass das überhaupt schon existiert. Aber man sieht, das ist dann sozusagen ein Überbau, der über den Mitgliedstaaten besteht. Und so kann man natürlich das dann aus den eigenen Ländern rausnehmen und ja, Stück für Stück sozusagen auch an der Souveränität weiter schälen, könnte man sagen. Ja, ich versuche mich sehr diplomatisch auszudrücken. Und ja, also erstens ist das natürlich ein Weg, der die ganze Zeit schon beschritten wurde. Es wird ja immer weiter in diese Richtung, ja, immer mehr Kontrolle, immer mehr Zensur. Ja, es wurde dann zwischendurch lockerer. Jetzt wird vielleicht wieder angezogen. Wer weiß, warum, denn das ist ja nun
auch sicherlich nicht der einzige Grund, diese radikalen Attacken, die wir jetzt da erlebt haben, würde ich schätzen. Es gibt da sicherlich noch ganz anderes Potenzial für Meldungen und Krisen, die kommen werden. Und dann gleichzeitig halt, hatten die Rechtfertigung für diese stärkere Überwachung. Es waren ja auch noch andere Sachen im Gespräch. Natürlich, das Waffenrecht, auch das europäische Waffenrecht, soll noch schärfer werden, auch wenn es ohnehin Attentäter nicht interessiert, ob da jetzt ein Waffenverbot ist oder nicht. Wenn man so etwas machen will, dann kommt man natürlich auch illegal an so etwas ran und den interessieren natürlich auch keine Waffenverbotszonen. Ja, also kannst mir gerne mal deine Meinung in die Kommentare schreiben, was du davon hältst oder ob du denkst, naja, also ich habe eh nichts zu verheimlichen, es ist mir ganz egal und ich bin sowieso sehr gerne bei Facebook und Instagram oder was auch immer da noch übrig ist, wenn Telegram und X nicht mehr da sein sollten. Ja, habe ich ja letztens schon ausführlich drüber gesprochen, dass es da schon schwieriger wird. Und ich erinnere mich, wie das losging vor 4 Jahren. Das war dann so meine letzte Zeit auf Facebook. Und da bin ich auch heute noch immer nicht willkommen. Ja? Und viele andere auch nicht. Und letztens gingen noch die Memes rum und es war witzig, darüber zu sprechen, was für eine heftigen Strafen da für Postings in England bzw. im United Kingdom vollzogen werden. Ja, vielleicht ist das dann auch bald innerhalb der EU möglich. Wir werden sehen. Das ist er, der Kampf gegen den Terror. Ja, also im Grunde genommen weiter Vollgas in Richtung Regenbogen. Ihr wisst, was ich meine. Liebe Grüße, euer Dave. Ciao.